Maske runter und wir stürmen das Revier. Ich hab ein paar Kugeln für euch Pisser reserviert. Nur ein falsches Wort und die Scheiße eskaliert. Ich habe natürlich unzählige Nachrichten bekommen. Ich habe das Kahn-Video noch nicht gesehen. Bitte, du musst erst darauf reagieren. Bitte, wir wollen das zusammen sehen. Ich wusste erstmal gar nicht, was ihr meint. Kahn hat schon wieder ein Video rausgeholt, weil beim letzten Stream hat der Kahn nichts rausgehauen. Da habe ich ja, okay. Haben wir den weggeschmissen. Haben wir gesagt, der ist nicht zu gebrauchen. Haben wir gedacht, okay, scheiß drauf, Kahn macht ja so Laden auf und so und sein Video hatte halt nur mit seinem Laden zu tun. Und jetzt auf einmal habe ich realisiert, okay, der hat ein Video rausgehauen, das heißt Da Vinci Code. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, worum es da genau geht. Ich habe mir nichts angeschaut, ich habe nichts geguckt. Ich weiß nur, dass ein, zwei Leute irgendwie wohl meinten, was meinten die, er hat wohl übertrieben oder irgendwas, weiß ich nicht. Was die genau meinen, deswegen habe ich mir, weißt du was, scheiß drauf, ich höre mir da nichts mehr an. Ich gucke es mir an mit euch zusammen. Ramen Koi, einer auf Funtime. Sind wir mal gespannt. Ob ist er zuverlässig oder ist er nicht zuverlässig? Wir gucken einfach. So. Ist der Ton an? Ich höre keinen Ton. Essen zu Hause. Ah, okay, nochmal. Sorry, dann war das erstmal ohne Ton. Das ist ein Vorprogramm. Stress mich doch nicht. Oh mein Gott, jedes Mal dasselbe. Okay, bringe Danke, schreib, wenn du losfährst. Kahn hat noch ein unehrliches Kind. Für alle, die mich Insta-Fakes. Hä? Warte mal. Ist diese Insta-Fakes nicht die Geschichte, die den Bilal Gold hochnehmen wollte und auch Chats gefaked hat? Hat doch Bilal so Stories drüber gemacht. Die können richtig geil Chats faken und so. Hier diese Insta-Faken und so. Geil. Scheiße. Okay. Kahn Javi hat nicht nur eine unehrliche Tochter, sondern auch einen unehrlichen Sohn. Wei, 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 ja, ne. Weißt du, was aber krass... Guck mal, bevor das Video überhaupt losgeht. Weißt du, was ich krass finde? Hm. Wenn der Typ kein YouTuber oder irgendeiner wäre, der Internet hat, wird kein Mensch das so aussprechen wie, ey, du hast ja ein uneheliches Kind. Okay, natürlich ist es schöner, wenn man verheiratet ist, Kind ist, Bilderbuch, Familie, bla bla. Aber Junge, so, verstehst du, wenn einer in der Öffentlichkeit ist, wie die sofort ein Arschhaar von denen nehmen und das an die Glocke hängen? Naja. Aber wer ist denn dieser Instafakes? Wer ist das denn? Adolike hat mich korrigiert. Nicht unehrlich. Unehelich. Mein Fehler. Aber nicht unehrlich passt doch auch. Es passt aber auch. Ich habe es aber auch falsch gelesen, um ehrlich zu sein. So sah auch aus wie unehrlich. Okay, wir gucken weiter. Kahn, ja, wie kann das sein? Kahn, ja, wie ist gar nicht so toll. Und, aber Rolle der Arme. Wie viel unehrliche Kinder hat der noch? Warum hören wir diese Sachen hier nicht? Dann also macht das, glaube ich, so als Vorschau. Und jetzt geht's los. Hä? Also ja, doch, der macht so kurze Trailer, was alles vorkommen wird. Okay. Ah, aber ohne Ton? Der ist ein Level weiter jetzt. Ja, ist krass, ne, wie alle, das ist halt so, ne, da könnt ihr mal sehen, wie alle auf so Lügen reinspringen und direkt Sachen kommentieren mit Halbwissen, schadensfroh, nur Laberei. Bla, bla, bla. Die hören irgendeine Kleinigkeit und sofort kommentieren die ihren eigenen Senf und verändern die Geschichte nochmal. Die Menschen sind so dreckig manchmal. So, also bei mir ist der Ton an. Bei mir ist der Ton auf Full. Falls da irgendwie Ton irgendwie kommt. Jetzt geht's los. Nein. Jetzt erst kommt Ton. Ey, ihr seid doch nicht so doof, oder? Ey, scheiße, dieses Game, das ist so einfach für mich, Mann. Leute, wirklich. Ich bin seit fast 20 Jahren in diesem Game. Ja? Was denkt ihr denn jetzt so einfach? Ja? Im Infall seit 20 Jahren. Hat er dir echt deinen Spruch geklaut, Alter? Wie alt ist der Typ denn? Mein Spruch, ja. Hat er mit 2 angefangen, YouTube zu machen? Wie seit 20 Jahren? Wie alt ist der Typ? Bruder, der muss ja mindestens 35 sein, wenn er so einen Spruch raushaut. Keine Ahnung. 20 Jahre zum Game. Ah, das irgendwelche Fake-Seiten irgendwo. Aber er haut dann so auf Spaß auch wahrscheinlich raus. Das Posten und ich gebe mich so geschlagen und ihr habt gewonnen und wow, Kahn der Böse und Toxische und Narzisstische und das, hä? Ist jetzt alles raus? Hab ich jetzt verloren? Oh nein! Ey, scheiße, Alter. Nein. Fuck, ihr habt gewonnen.
Nee, das war kein Spaß so. Nein, das ist unfair. Ich spiele mit unfairem Mitte. Scheiße, der Kahn ist schon ein kleiner so. Teufel, Digga. Um euch mal hier ein bisschen Klarheit zu verschaffen, ja, was ist überhaupt passiert? Was ist hier los? Ja, was ist das für ein Video? Was ist passiert? Was ist geschehen? Das wollen wir jetzt hören. Wir sind 20 Uhr, die meisten bestimmt zu Hause, mit Essen zu Hause. Viele wissen bestimmt schon, was zu kommen. Ja, ist raffiniert, da ist irgendein Plan dahinter. Okay, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu meinem sozialen Experiment. Hallo, mein Name ist Khan Yami, alias Yami TV, und ich habe euch alle auseinandergenommen. So, meine Damen und Herren, ja, wo fange ich denn an? Folgendes, Leute, okay, Spaß beiseite. Es sind viele Sachen passiert, viel wurde geredet, viele Gerüchte auf die Welt gesetzt, viele private Sünden, was auch immer von früher. Und ich dachte mir, weißt du was, um mal so ein Zeichen zu setzen, so ein Statement, ja, damit man nicht all diesen Gerüchten glauben sollte, ne? Vor allem, dass wenn irgendwelche Fake-Seiten, ne? Sei es Insta-Fake, was auch immer, irgendwas posten, dass man das nicht sofort glauben sollte, ja? Mit diesem Video. Selbst mit den Beweisen, dass er das jetzt sagt, dass das so ist und so, juckt eh keinen am Ende. Sobald irgendeine Scheiß-Seite irgendeine Scheiß labert, kommentieren alle, ja, Mann, ist so, oder ich habe auch so gehört, nein, Walla, das ist so, nein, du, das ist so. Voll der dies, voll der das. Voll der so, ich wusste das schon immer. Ja, das sind die Schlimmsten. Ja, du warst sonst schon mit korrekt, aber hast immer in deinem Hinterkopf so ein... Ja, ne. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber ich warte noch. Ja, ja. Ich hoffe, dass ich mit diesem Video etwas erreichen werde und dass viele Menschen da draußen, ja, sich an die Nase packen werden und sich ändern werden. So. Damals war es leider schon so, dass sowohl Gerüchte über mich erfunden wurden, aber auch private Dinge, Wahrheiten von früher über mich verbreitet worden sind, exposed worden sind, was auch immer. Und das Ding ist, das Internet ist sehr, sehr schlimm, das Internet ist sehr böse. Und, ja, das stimmt. Vieles kann auch schnell erfunden werden, dazu gemixt werden, was auch immer. Und ich dachte mir, Khan, weißt du was? Du erfindest jetzt selber eine Story, meine Lüge. Ja? Du schaltest einen neuen Charakter frei und tust so, als wenn es eine Frau gibt, mit der du ein Kind hast. Und dann zeigst du mal der Welt, wie leicht es ist, wenn du mit einem Fake-Account Insta-Fake schreibst und irgendwas laberst, dass sie die Sache sofort glauben und dann sofort posten und daraus sofort die größte Show machen. Da ja, krass. Statement. Nicht hinterfragen, einfach ja, ballern. Jetzt kommt es. Karl hat noch ein Kind. Wir haben die besten und sichersten Kinder. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe vor einigen Tagen, als das jetzt noch nicht so klar war, dass der Khan also jetzt keinen Sohn hat, habe ich voll viele Nachrichten gekriegt. Ey, Sinan, der Khan hat noch einen unehrlichen Sohn, voll krank. Nein, ich glaube, der meint, der hat gar kein Kind. Ja, aber ich sag dir nur, er oder hat nur der Sohn ist gelogen. Was, nur was der Sohn, nur der Sohn. Die Tochter, eine Tochter hat der. Ah, soweit ich das verstanden habe. So, und ich habe voll viele Nachrichten gekriegt. Sinan, der hat noch einen Sohn, du musst jetzt drauf reagieren. Und ich dachte dazu gar nichts. Ich war okay, schon krass, jetzt auf einmal kommt so eine Sohngeschichte. Habe ich nichts zu gesagt, weil warum? Ich muss mich ja auch nicht zu allem Scheiß äußern. Aber jetzt ziehen wir uns das rein. Also ich habe schon echt viele Nachrichten gekriegt. Ey, Khan hat noch einen Sohn und dies und das. Wellen und Daten und dies und jenes. Habt ihr das habt ihr. Schnicks habt ihr. Wisst ihr, was ihr habt? Ihr habt jetzt einen Status, das hier von Khan Yami. Ich bin nicht bereit für dieses Video. Ich bin nicht bereit. Okay, ich erzähle euch einfach ganz kurz meinen Plan. Khan ist ein Teufel, Digga. Gehen wir weiter. Fangen erstmal an mit Step 1, der Plan. Ich saß eines Tages genauso zu Hause vor meinem PC. Muss natürlich mein Schnurrbart ein bisschen, weißt du, viel gesprochen, viele Löwenzitate rausgehauen. Musste ein bisschen, so, ein bisschen kämmen. So, Filme, Gerüchte. So, damals die Gerüchte, heute kommen wir vom Retten selber, Gerüchte. Bevor andere machen, mache ich selber. Lassen Sie die Leute ficken, damit die uns ficken, aber am Ende sind die gefickt. Fick, genau. Zitat Ende. Das ist eine Teufelskreis. Verstehst du? Gerüchte, ja, voila. Was machen wir jetzt? Langweilig. Aha, wie wäre es denn, wenn wir einen Charakter freischalten? Eine Frau erfinden, die es gar nicht gibt. Ein Kind erfinden, was es gar nicht gibt. Und so tun, als wenn wir die Ex wären. Und ja, wir jetzt auch, ich streite mit Khan und alles exposen wollen. Ja? Und dann haben wir uns auf Instagram einen Fake-Account erstellt. Okay? Haben Insta-Fakes auf mehreren Seiten, die mir mehrere Seiten angeschrieben. Ja, hey, hallo hier, ich bin dies und das. Und die sofort, ja, zeig, erzähl. Erzähl. Wie die Teufel, direkt rein da. Wie die Pollard-Gefängnis.
Was? Ex von Kahn? Ja, wie? Das brauche ich. Das brauche ich. Weil in meinem Leben, ich habe ja sonst nichts erreicht. Ich habe doch nichts zu tun. Ich muss Menschen schaden. Ja, Bruder, aber soll ich was sagen? Genau so ist das. Genau so ist das. War ja bei mir nicht anders mit so einer Scheiße. Ich sage euch, wie es ist. Die Leute direkt, ja, ja, jetzt, wo es hinten am Boden liegt, jetzt brauchen wir noch mehr Lügen, noch mehr Gerüchte. Ja, das habe ich mir auch immer gedacht. So war das dann ja schon immer. Ja, ja, das wusste ich, bla, bla. Genau dieselbe Scheiße. Und das, genau das ist das hier. So geil, Alter. Die Menschen sind so dumm meistens. Ne, ist unfassbar, Digga. Ja! auf jeden Fall, dann haben wir Beweise geschickt. Einfach mal so ein paar Chats, wie ich ganz schnell nebenbei mit Faruk gechattet habe. Und dann haben die gesagt, zeig dir mal so ein paar Sprachmemos, ich glaub das nicht. Ja, okay, dann kurz eine Sprachmemo gemacht, dann ein paar Bilder zu Hause gemacht, sei es im Wohnzimmer, sei es im Bett, sei es in der Dusche. Aber wie dumm denkt ihr, bin ich denn eigentlich, dass irgendeine Frau zu mir nach Hause kommt und mich fotografiert, hä? Einmal Wohnzimmer, einmal Schlafzimmer, einmal in der Dusche. Ja, oha, Janne, oha. Ich bin gerade so im Mittelpunkt, ich spreche es dir mal Nummer 1 und ich habe keine bessere Idee, als irgendwelche random Frauen zu mir einzuladen und die mich an die Halbnacht aufnehmen. Ach, ach, ach. Natürlich nicht, die nimmt er ja mit ins Hotel. Ja. Oder nimmt die bei sich zu Hause ab und fährt dann mit der GLK-Videos machen. Naja, der holt die Alte zu sich nach Hause, bleib im Bett, Baby. Im Kinderzimmer. Bleib hier, genau. Ich muss Reaction-Video machen. Ja. Dieses Autobett, kennst du die noch? Diese Formel-1-Autobett? Fahr mal eine Runde. Ja. Aber dein Vater soll das nicht verkaufen. Mehr solche Kommentare erwartet wie, hör mal, denkt ihr wirklich, Kahn ist so blöd? Ihr seid einfach nur in seine Falle getappt, hä? Denkt ihr wirklich, der würde sowas zulassen? Und viele denken sich jetzt bestimmt, ach, papalapap, du versuchst dich doch gerade bestimmt nur zu retten. Du lachst einfach nur, überspielst etwas. Das stimmt bestimmt nicht. Niemals, niemals, Cousin. Die haben dich exposed. Los ein Kind, los eine Frau, noch ein Kind. Großverwandtschaft, wie in den Kommentaren, die schreiben Großverwandtschaft, die ist das. Gar kein Kind. Chalas, da war mein Kind. Genau, kommen wir zu dem Part. Wir haben natürlich alles aufgenommen. Wir haben vorher mit Uhrzeit, mit das, genau wie die Bilder entstanden sind, haben wir alles aufgenommen. Das ist Step 2. Ich werde euch gleich alles einblenden. Ich werde euch einblenden, wie wir alles, das war alles an einem Tag. Ey, wir waren langweilig. Foto, komm mal vorbei. So, zack. Und dann, ja komm, da haben wir uns hier. Boah, Wallah, wo ist das? Warte, warte. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wallah, Billah, vor ein paar Tagen. Punkte aufgeschrieben. 1. Vorräder am PC. Später alleine. 2. Ich nehme auf, wie Faruk Instagram-Account erstellt ohne Nachverfolgung. Wir haben einen Instagram-Account erstellt, einen Fake-Account. Insta-Fakes eine Nachricht schicken. Über Kahn totlästern. Beweise. Im Bett heimlich Selfie. Oberkörperfrei mit Handy spielen. Dusche läuft Wasser. Ich sage, das Video Klammer. Dann Baby, rühme Handtuch. Video 3 und so weiter. 4, Punkt 4, Chats leaken. Wie mit Faruk Chat haben, wo ich. Ach, ich habe ganz schnell geschrieben. Ich war mein Dings, mein Ideen hatte. Ich muss schnell schreiben. Selfie schicken, dazu schreiben, komm vorbei zu mir. Faruk Doppelpunkt, komm du kannst direkt mit deinem Sohn spielen. 5. Audio, ekelhafte Memo. Ey, Leute. Alles gemacht. Der Masterplan auf so einen Briefumschlag. Da bin ich kurz auf Toilettenpapier. Datum, dies, das frühere Chats waren. Kollegen angerufen, Datum gefaked, die sind dumm. Diese Seite ist sowieso dumm. Die haben bestimmt so einen Haupt-Sonderschulabschluss. Die waren auf Baumschule, Bruder. Baumschule. Die haben im Leben nichts erreicht. Außer Fitner nichts. Der muss nicht schlau sein. Nein. Der muss hinterhältig sein. Aber nicht schlau, Bruder. Diese Menschen sind ekelhaft. Aber nicht schlau. Die sind alles andere als schlau. Und auf jeden Fall, ein paar Sachen geschickt, die haben sofort geglaubt, ich wäre irgendeine Ex von Kahn. So. Und ich würde mal sagen, wir gehen dann so langsam rüber auf Step 2 und ich zeige euch die ganzen Beweise, den ganzen Vorgang, ja, wie alles ablief. Also, viel Spaß. Okay, ich würde mal sagen, ja, die Show kann beginnen, Freunde. Und zwar fangen wir an mit Step Nummer 1. Ich habe hier an meiner Seite Cascarino, Botageno, Emilio. Und so wird heute unser Fachmann, ja, uns einen Instagram-Account erstellen. Und ja, einen Fake-Account, würde ich mal sagen, der nicht... Sag ich mal, ja. Der Kahn hat eine richtige Doku gedreht. Verfolgbar ist? Nicht verfolgbar, genau. Ja, Das wird sehr anonym bleiben. Falsche E-Mail, keine Telefonnummer. Falsche Identität. Wir sind hier schon mal auf Instagram.
Der tut so, als ob der Knarre gekauft hat, Seriennummer rausgekratzt und nicht zurückverfolgt. Der hat einen Insta-Account gemacht und irgendeinen Namen eingeben. Nicht zurückverfolgt. Was denkst du, wer dich jagt? Der Secret Service oder was? Instagram habe ich schon mal vorbereitet. Das heißt, ja, wir brauchen jetzt als allererstes einen, ja, ist egal, ob das jetzt ein Menschenname ist, kann ein Fake-Account sein. Genau. Weil es wird ja jetzt sozusagen mein Ex, ja, angeblich noch eine neue Kindesmutter, der Seite schreiben, hey, ja. Ich bin jetzt anonym, ich möchte mich noch nicht bekannt geben, bla bla. Das heißt, wir brauchen, dann mach irgendeinen Fake-Namen, was dir, nenn mir einfach Cascarino oder so. Ja, hier. Oder sind wir so einen versteckten einen. Code drin? Oder? Ah, hast du schon die einen? Die ist schon hier gegeben, die Domain ist auch nicht verfolgbar, also Pixolabs, glaube ich, wir kennen alle nur Outlook, GMX und Yahoo und Pixolabs. Das ist sehr anonym, ist nicht verfolgbar. Aber wie auffällig wäre das, wenn diese Seite, falls sie ein bisschen schlauer sind, ich weiß ja nicht, wie viel IQ und wie viele Gehirnzellen die besitzen. Also, Können die das irgendwie so checken, dass da so Profis am Werk sind? Nein, das können die nicht checken. Ja, aber gut. Die E-Mail sieht man ähnlich, die wird ja alles, das wird okay. Wegen Datenschutz wird okay. Das nicht sterben. Okay. Genau. Stimmt, nur den Anfang und den Ende, ja. Genau, dann probieren die das alles und... Dann gib mal Gas. Sag mal Gas. Noch ein paar so. Namen da. Ey, Cold, nein, ja, ich hab auch so. Lass ich dir. Edward Snowden, Alter. Miss Anonymitis. Okay, wir fangen mit dem ersten Account an. Instaface, gehen wir auf Nachricht. Welcher Account ist das? Ah, da. Gehen wir auf Nachricht senden. So, und wir warten jetzt. Kopier mal diesen Text, ne? Weil jetzt gehst du noch auf einen anderen Instafake-Account. So, nächster Account. Gehen wir auf Nachricht abschicken. Einfach kopieren, einfügen. Und dann schickst du ab. Okay, wir warten jetzt einfach mal ein paar Minuten und dann melden wir uns gleich wieder zurück. Okay, Leute, jetzt kommt der Step. Beweise, ja, Fake-Beweise. Ich liege jetzt hier im Bett. Ich werde so mit dem Handy spielen, ne? Und ein bisschen so meinen Oberkörper zeigen. Mäßig, so die Brust. So, dass der Fallo gleich rechts neben mir liegt, ja? Ja, der Kahn hat sich Mühe gegeben. So ein Selfie, wie man dann so ein bisschen von der Seite sieht, weißt du? So, hätten wir doch jetzt so eine Fake-Perücke oder so Fake-Haare, wäre jetzt richtig geil. Er macht dann von hier rechts so ein Selfie an der Kameramäßig, wie ich mit dem Handy spiele. Okay, wir sind jetzt beim nächsten Step, ja? Ich werde mich da in die Dusche begeben und werde dann so nach dem Motto nur meine Füße zeigen, so nur bis Knie. Werde das Wasser laufen lassen. Was sage ich dann sowas wie, Baby, gib mal Handtuch. Ja. Handtuch ist da links. Wir brauchen einfach noch ein Bild, wo wir dann sagen können, guck mal, ich habe den noch mal im Wohnzimmer fotografiert, wo wir am Chillen waren. Netflix ein Chill, wie auch immer, wie man weiß. Ich gucke ja gerne Netflix, ne? Ich würde sagen, du gehst da hinten Richtung... Aber muss ehrlich sagen, der Kahn hat sich bei der Sache echt Mühe gegeben, Alter. Hat sich das alles aufgeschrieben, eine To-Do-Liste, hat das abgearbeitet, Fotos, ja, nee, Beweise, ja, kein Verdacht schöpfen, einen Experten engagiert, der hat wahrscheinlich auch noch 20 Mille gegeben. Und dann haben die gesagt, komm, wir machen jetzt Da Vinci Code. Aber ey, ist eine geile Idee, Alter. Was heißt geile Idee? Ist jetzt nicht, er hat jetzt das Riesenrad nicht neu erfunden, aber ist ein geiles Ding so aus der Situation heraus, dass man sagt, ey, seid ihr alle... Wacht mal auf, ihr Spasten, glaubt nicht jede Scheiße. Vor allen Dingen die ganzen Leute auf TikTok immer kommentieren, die jede Scheiße glauben, die die ganze Geschichte nicht mal mehr in Erinnerung haben, nur noch so ihr behindertes Gedankengut haben und dann noch irgendwie mit so einer Story zusammenmixen und so eine eigene Story haben und dann so kommentieren. Ja, ich wusste es, ja klar, war ja klar. Das war ja klar. Gesehen, genau. Ich hab den mal mit einem kleinen Jungen am Spielplatz gesehen. Ja. Der hat Baba zu ihm gesagt. Ja, Walla, ich war am Spielplatz, Walla. Da habe ich Kahn gesehen, der hat gespielt mit einem Jungen, das war sein Sohn. Weißt du noch, Bruder? Das war sein Sohn. Ja, Mann, stimmt. Das war sein Sohn, ja, Wallah, das war sein Sohn. Ja, Wallah, ich war dabei. So, Bruder, und sofort Leute glauben so eine Scheiße, Alter. Esstisch und von da aus machst du so ein Bild so heimlich, wie das Licht vom Handy so um mein Gesicht knallt, weißt du? Und man mich dann so ein bisschen sieht, das machen wir. Okay, wir kommen zu den letzten Beweisen, ja. Das werden die Chats sein. Wir werden jetzt bei WhatsApp einen Chatverlauf leaken. Du schreibst jetzt, was ist jetzt? Mit Fragezeichen. Du schreibst, was ist jetzt? Dann schreibe ich warte bis 59, dann schreibe ich, was denn? Fragezeichen. Oder was? Oder einfach nur kalt, Fragezeichen. Ich muss so ekelhaft schreiben. Mhm. Du musst dich jetzt in eine Rolle von einer Frau versetzen. So, in der Zwischenzeit, wo wir warten, bis Instafix uns antwortet, ja? Muss ich eine Rolle vor, geht hier ein Tanga an, weil wenn der kneift, dann weißt du, wie das ist.
Machen wir uns auf ganz gemütlich einen Bananendattel-Shake. Das war ein Zufall. Ich mach das auch manchmal. Kennt wahrscheinlich auch meinen Ramadan-Shake, ja? So auf die Schnelle. Glaubt ihr mir, den Mixer haben wir gerade eben gekauft. Ich hatte den vorher in der Spüle drin, einmal gewaschen. Hat die Ex-Frau den nicht mitgenommen? Ja, hat er den gerade gekauft. Nee, ich meine. Einen hat die ja mitgenommen. Einen hat die ja mitgenommen, genau. Neuen gebraucht, meiner davor ist kaputt gegangen. Salam, Emre, ich grüß dein Herz. Ah, ich glaube, bisschen zu flüssig. Obwohl, nee. Nee, ist perfekt, ist perfekt. Du hast noch nie von mir probiert, ne? Nein. Sag dir, wie das schmeckt. Mach ich gar nicht. Bruder. Einfach perfekt. Ach ja, Leute, nur so nebenbei. Das ist immer ein neuer Hintergrund. Ich glaube, den kennt ihr schon mittlerweile, ne? Von den Reactions und den Streams. Das ist Chilin. Ich wollte euch nochmal ganz kurz auch meine Wohnzimmerwand zeigen, ja? Weil ich euch ja gesagt hatte, ey, das Ganze hat mir Renovation gemacht, ja? Hatte ich ja davor auch mal verlinkt gehabt, falls ihr Interesse habt an so einem Hintergrund. So ist es auf jeden Fall im Wohnzimmer. Unseren leckeren Shake ausgetrunken. In der Zwischenzeit haben wir gesehen, ein Account, ja, von diesen Insta-Fake-Seiten hat uns geantwortet mit Schick. Gehen Sie mal drauf, lieber Faruki. Oh, sogar ein Herzchen. Voilà, ja, schick. Schick. Jetzt müssen wir uns erstmal eine Story überlegen und erstmal etwas schreiben. Ich habe mich jahrelang bedeckt gehalten. Habibi, ja. Bertan. Bertalan, ich küsse dein Herz. Danke. Verheiratet war. Alter, so einfach geht du das. Du schreibst jetzt, ich kann alles beweisen, dass ich bei ihm war und dass wir was miteinander hatten. Genau, genau, genau. Der Junge ist scheinheiliger, als man glauben mag. Okay, Emilius hat deinen Text erfasst. Lies mal vor. Ich habe mich jahrelang bedeckt gehalten, weil ich selbst verheiratet war, bis vor 2 Monaten. Seitdem bin ich wieder mit Khan und auch bei ihm zu Hause. Ich kann alles beweisen, dass wir was miteinander hatten und auch bei ihm zu Hause waren. Der Junge ist scheinheiliger, als man glauben kann. Seitdem das mit seiner Tochter kam, war ich mit Fragezeichen im Kopf, weil er gesagt hat, dass beide Kinder nicht veröffentlicht werden. Ja genau, ich bin die Mutter vom ersten Kind. Mein Sohn ist älter als die von seiner Ex. Ich hatte mit der Vergangenheit abgeschlossen, weil mein Mann mich so akzeptiert hatte und ich glücklich war. Bis viel mehr Unwahrheiten rauskamen und mein Mann sich von mir getrennt hat, will ich meine Rache an Khan nehmen und alles auspacken und dem sein Ende setzen, so wie er es bei mir gemacht hat. Okay, schick mal ab. Schick mal ab. Was schreiben wir hier jetzt noch, Alter? Nee, keine Zeit. Wie keine Zeit? Ich schreibe jetzt auf dreist, muss schneiden. So, darauf antwortest du gleich. Und dann schreibst du sowas wie, rufst du mich nur zum Punkt, Punkt, Punkt? Willst du mal nicht deinen Sohn sehen? Und dann schreibe ich sowas Ekelhaftes wie, ja, nur dafür bist du da. Irgendwie so, pfff, boah, da. Das ist schon ein Gänsehaut. Ja, da haben die sich echt was einfallen lassen, ne? Das ist geisteskrank. Und die ganzen Leute, die kommentiert haben, boah, wie viele Kinder hat er noch, was das für ein Bastard, wie eklig ist der, ihr Hunde, wurdet ihr alle gefickt. Die waren so glücklich, als das rauskam. Ihr wart glücklich auf Fitna und ihr wurdet alle gefickt. Voilà. Und ich schwör's euch, die meisten von denen haben auch diese Kommentare und diese Verbreitung extra gemacht. Den hat das nicht mehr interessiert, einfach nur Fitna, Fitna. Ganz dreckige Menschen. Hallo und herzlich willkommen zu Tag 2 von unserem sozialen Experiment. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen. Erstmal Faruk hinter der Kamera. Wie geht's Ihnen denn heute? Alhamdulillah, mir geht's sehr gut. Dankeschön. Super. Danke, Alhamdulillah. Mir geht's auch super und sehr gut. Das. Ja, wir haben gute Neuigkeiten. Wir haben gerade Post gekriegt. Rate mal. Kein Schlammer, wie das ging. Ja, und zwar unser Insta-Fakes, ja? 2 Accounts haben uns geantwortet und dann haben wir angefangen, ja? Mit denen zu schreiben. Ich mach mal das Licht aus und ich würde mal einfach sagen, du zoomst hier ran, ne? Du kannst ranzoomen. Schick Beweise. Das schöne Bild gestern im Wohnzimmer, was wir gemacht haben. Und das im Bett. Fällt schon ein bisschen mehr angespannt, ne? Was sagst du dazu? So, Arme, wie findest du? Ist okay? Ja, auf jeden Fall, sehr gut, sehr gut. Wer soll ich noch so machen, damit du Buschwell? Adnan sagt Sinan, Umar hat dich zum Boxen herausgefordert. Boxkampf herausgefordert. Bruder, ich nehme an mit verbundenen Augen, wann er will, wo er will. Ich mag den, ich habe nichts gegen den. Aber ein normaler Boxkampf, Bruder, da bin ich auf jeden Fall jederzeit bereit, Bruder. Morgens, abends, beim Schlafen, beim Aufstehen gerade wach werden. Bruder, jederzeit, Bruder. Ganz entspannt, Bruder. Kämpfe ich gegen den. Wann er will.
wie viel Uhr er will. Er kann die Uhrzeit aussuchen. Aber der ist ein guter eigentlich. Ich habe nichts gegen den, aber Kampf wäre schon interessant. Also will ich ihn schon hart rannehmen im Ring. Ne? Gar kein Thema. Jederzeit. Ich habe auch Videos, wo der unter der Dusche ist. Schick alles, was du hast. Ne? Die sind natürlich skrupellos, die möchten alles haben. So, schick alles, was du hast. Die sind skrupellos, die wollen natürlich alles haben. Voll. Ich hab dir gesagt, ich habe Porno mit denen gedreht, die hätten gesagt, schick. Die sagen nur, schick alles, was du hast. Ohne so Mimik. Schick. Ey, das hast du gut gemacht, ne? Aber wer genau bist du jetzt? Ich verstehe nicht so ganz. Wer ist dein Mann? Ich bin die erste Beziehung von Khan und wir haben ein gemeinsames Kind, das älter ist als Alyssa. Und um das Kind kümmert er sich auch nicht. Kannst du das beweisen mit dem Kind? Wer mein Mann ist, interessiert keinen. Darum geht es nicht. Mit ihm bin ich getrennt. Okay, also bist du mit deinem Mann getrennt und bist mit dem Khan zusammen? Ich veröffentliche keine Bilder von meinem Kind. Ich bin kein Esra. Ja, ich dachte, du meinst Khan mit deinem Mann. Deshalb war ich das verwirrt. Ja, du sollst auch keine veröffentlichen. Genau, weil die machen das ja sonst. Ihr müsst nie Bilder von euren Kindern veröffentlichen. Ihr müsst die nur Instagram schicken, die machen das schon. Nee, ich bin auch nicht mehr mit Khan zusammen. Ich war früher mit ihm zusammen, bevor er mit Esra war. So, aber ich muss doch wissen, ob das stimmt, was du sagst. Okay, du bist jetzt in seiner Wohnung oder wie? Ich kann die Sprachaufzeichnung. Das Ding ist so, die schreiben wenigstens, okay, wir müssen halt wissen, ob das auch wirklich stimmt. Aber was interessiert euch das, ob das stimmt? Wer seid ihr denn? Seid ihr? Seid ihr von Aufklärungsteam beauftragt worden von FBI oder irgendeine Scheiße? Wir müssen wissen, ob das stimmt. Du musst gar nichts wissen. Ihr müsst gar nichts wissen. Keiner muss was wissen. Ihr müsst nur wissen, was ihr in eurem eigenen Leben zu tun habt. Ihr müsst nichts über andere Menschen wissen, zwangsläufig. Es sei denn, die erzählen es euch selber. Weißt du, so, was ist das? Ich muss wissen und ich muss... Digga, wer bist du? Ich küsse dein Herz, Alter. Schicken. Warte, lass mich das kurz verstehen. Was der mir sogar eben eine geschickt hat, was für ein ekelhafter Mensch das ist. Also du warst vor Esra mit ihm zusammen, hast einen Sohn von Khan. Nein, seitdem er mit seiner Ex-Frau getrennt ist, hat er mich oft in die Wohnung gerufen. Warst du dann verheiratet nach Khan? Hast dich von deinem Mann getrennt und jetzt hast du wieder Kontakt mit Khan, aber ihr seid nicht zusammen. Genau. Okay, krass Schock, aber ich brauche Beweise. Krass Schock. Genau, warte, ich schicke dir einen kurz ein Screen-Video. Was haben wir hier gemacht? Ey, Mädchen, was verstehst du nicht, ja, meine Fresse? Ich bin doch am Arbeiten. Einfach eine Tonaufnahme? Ja, so, ich am Arbeiten. Das kann ja an jeden gerichtet sein. Das kann ja random sein, ne? Ja, ja. Diese liebe Instaface weiß ja aber nicht, dass das Ganze, dass ich das Foto geschickt habe, dass das ja ein Fake-Chat ist, ne? Daran merkt man, was für ein scheinheiliges Arschloch das ist. Allein diese Sprachnachrichten, ohne sich zu schämen, arbeiten, blöd am Computer zu sitzen und das als Arbeiten betiteln. Aber hast du Aufnahmen oder so, wo er über seinen Sohn etwas sagt? Hast du ein Bild mit einem Kind, also mit einem Kind, du kannst das Gesicht schwärzen oder irgendwas anderes? Ihnen ist jetzt also wichtig, dass ich Hauptsache, dass jetzt der liebe Faruk sich als Mädchen ausgibt, Hauptsache ein Bild von mir hat, wo ein Kind auf meinem Schoß ist. Das würde denen schon reichen. Das bedeutet, wir könnten denen irgendwas schicken, ja, und das würde reichen. Und zeigen wir einfach mal, was für ein Bild wir denen geschickt haben. Ja. So, dann haben wir erstmal ein Foto geschickt, um zu sehen, wie sie reagieren. Die haben natürlich einen Screenshot gemacht, ne? So. Ich werde halt weder mein Kind, meine Wohnung oder mich präsentieren. Es ist mein Kind, meine Wohnung und mein Gesicht. Ich weiß, dass Khan explodieren wird, wenn das öffentlich geht. Und dann wird er mich bestimmt anrufen und beleidigen. Und das werde ich definitiv aufnehmen. Dann habt ihr mehr Beweise. Und dann könnt ihr den Spieß umdrehen. Dann seht ihr, was für ein Arsch wirklich Khan ist. Beziehungsweise jeder sieht es dann. Wir haben natürlich versucht, doof wie möglich zu schreiben, weil davor eine gewisse Dame, ist ja jetzt nicht schwer, war auch ein bisschen hol, damit das überhaupt wirklich rüberkommt, ne? Ich will weder deine Wohnung noch dein Kind sehen. Ich brauche einfach nur Beweise. Ihr habt doch bestimmt Sprachaufnahmen, wo ihr über das Kind redet oder so. Wir halten das auf jeden Fall fest, weil ich bin gespannt, ob diese Bilder mit dem Kind geleakt werden, weil davor wurde ja meine Kleine auch geleakt, ne? Zum Thema, ihr müsst verstehen, diese Insta-Effekt ist auch sehr raffiniert. So, guck mal, nein, ich will nicht das, ich will nicht dein Kind sehen, ich will nicht das. Schick mir nur Beweise, glaub mir. Aber die sind skrupellos, weil wenn es am... Das ist so dreckig. Das sind so Leute, ich kann euch davon Lieder singen. Die Leute sind so dreckig. Die Hauptsache Klicks machen. Denen ist die eigentliche Geschichte schon egal. Die schlachten das Thema aus. Weder das Kind noch die Frau noch nichts. Hauptsache Klicks machen auf das Thema. Ja, ich will ja gar nichts wissen. Guck mal, wie penetrant doch. Ich brauche Beweise. Schick mir mehr. Schwarz das Gesicht, mach dies. Schick deinen Tanga, schick deinen Arsch. Junge. Alter, schwer. Es ist so dreist, Alter. Also, heftig, Mann. Ende des Tages drauf ankommt, vertraut mir, diese Menschen sind ekelhaft. Die nutzen alles aus für Reichweite, für Klicks, für Fitner. Ja. Die lieben das. Die werden vom Teufel gesteuert. Ja, die werden heiß. Die befriedigen sich bestimmt darauf, ja. Sobald die einen Menschen schaden können. So. Äußert. Dann haben wir noch ein auf Instagram etwas gefaked. So. Was haben wir da geschrieben? Ey, wenn du kannst, bring mal bitte Kian vorbei. Ich schaff das nicht, ihn abzuholen. Bring ihn bitte. Dann kannst du wieder fahren und Dienstagabend bring ich ihn da.
So, unser Sohn heißt jetzt Kian, ja. dieses Sprachmemo, darunter. Kian könnte ja auch random sein. Sag, bring mal Kian. Da könnte auch ein Kollege sein, bring mal Kian mit so. Kann man alles verstehen. Kian könnte nicht ein Mensch sein, was anderes. Kian könnte ein Haustier sein, ein Hund. Kian könnte ein Cousin sein, Neffe, was auch immer. Das heißt, sie hat einfach nur eine Memo von mir bekommen. Ja, sie weiß weder, wie die Frau aussieht, weder, ob das die Frau geschrieben hat, ne? Ja, ne, sie kaufen einfach alles ab. Hast du WhatsApp-Nachricht mit ihm, wo man ihn hört, ja? Jetzt ist es wichtig, dass wir ihn eine WhatsApp-Nachricht liefern, weil kein Plan warum, ne? Haben wir das Ganze auf WhatsApp gemacht. So, da haben wir wieder einen WhatsApp-Verlauf gefaked. Hey, ich bin gerade auch hier bei der Zulassungsstelle. Ich muss Auto anmelden. Dann nach Hause, wieder, hinher, weiter wegen dem neuen Auto. Streamen, ich kann das nicht, ich kann nicht alleine auf dem aufpassen. Oh, Darius, danke schön für die Abos. Danke, ich küsse dein Herz, Darius. Tagsüber, vielleicht, ja. Guck mal, dass du das mit deiner Mutter klärst. So, da haben die Seite sich bedankt. Und jetzt haben wir schon mal ein paar Sprachmemos gelegt und. So, dann schreibt Instafakes, ich finde das mega, dass sie alle nicht schweigt. Dann hat der liebe Farufki geschrieben. Ich finde das mega, dass ihr alle nicht schweigt. Wer bist du, ja? Ich finde das mega. Wer bist du, Lan? Einer, ja, man, schweigt nicht. Halt deine Fresse, Lan. Lasst euch nicht unterdrücken. Lasst euch nicht unterdrücken. Ich finde das mega, dass ihr nicht schweigt. Ihr seid mehr wert als das. Ja, ihr seid mehr. Ihr seid Frauen. Ihr seid mehr wert als dies und das. Die machen eure Psyche kaputt, damit ihr euch wertlos fühlt. Ja, dieses Gelaber. Du, ich finde das mega. Ich finde das mega, dass ihr mir Klicks bringt. Voilà, dieses, ich finde das mega ist so dieses Pseudo-Respekt geben, damit die Frau so denkt, wenn das eine Frau gibt, dann, ja Mann, ich bin so cool jetzt, so, ich bin so reif, ich lasse mich nicht unterdrücken, so, ich sag jetzt auch mal, wo es lang geht, ich möchte meine Rache haben. Was für Megaland, halt deine Schnauze, Mega. Danke, dass du über mich so schreibst. Wie gesagt, ich habe mich bedeckt gehalten, weil ich mich nicht da einmischen wollte. Ich hatte mit ihm abgeschlossen, aber nachdem er gehört hat, dass sich mein Mann von mir getrennt hat, hat er mich 1000 Mal angerufen und hat es so schön geredet, wie sehr er mich vermisst und seinen Sohn vermisst. Und ich, Idiot, hat mich darauf eingelassen, der wollte jedes Mal nur das eine, dem interessiert sein Sohn gar nicht und lässt sich nie blicken, wenn es sich um seinen Sohn handelt. Und es reicht mir mit ihm, so ein Kind darf nicht öffentlich gut geredet werden, keiner kennt die Wahrheiten, er vertauscht jedes Mal alles, dreht immer den Spieß um und jetzt Schicht im Schacht für ihn. So, und da habe ich natürlich etwas gefaked, ne? Da haben wir ein bisschen beleidigt und da bin ich ausgerastet. Und was schreibt Instafakes jetzt dazu, ne? Hier seine Reaktion, poste ich auch. Was für dreckiger, Alter. Ohne zu wissen, ob ich das wirklich bin, das kann jeder faken. Ohne zu wissen, das könnte jeder Zweite sein. So leicht kann man Menschen manipulieren und Gerüchte und Lügen verbreiten. Guck mal, das ist ja noch so eine Sache, das sind so Chats faken. Dann gibt es wiederum Schlaumeier, die Interviews faken. Die stellen dann ein Mädchen hin, mit dem Rücken zu euch und die erzählt irgendeine Scheiße. Ich will jetzt nicht sagen, mit welcher Sache das zu tun hat, aber so, damit ihr mal Bescheid wisst. Da sitzt da irgendjemand, das ist wahrscheinlich die Freundin von dem Kameramann selbst, da erzählt irgendeine Scheiße und alle glauben das. Ja, da, guck mal, boah, da sitzt die da so. Keiner weiß, wer die ist, die redet irgendeine Lüge und alle, ja, Mann, ich schwöre, boah, ich wusste immer, bla bla. Das Söhne, faken Interviews, faken dies, faken das und verarschen die Menschen und alle springen drauf ein. Was für eine so eine Gesellschaft ist das, Digga? Und diese Leute, die das machen, sind die größten Söhne, ihre Mütter. Poste ich auch. Denen geht's einfach nur um Füttner, ne? Natürlich wurde dann nochmal beleidigt. Ich zensiere das ein bisschen. Danke auf jeden Fall dafür, dass ihr mich beleidigt habt, ne? Sei es für diese Taten, für eure Beleidigung, was auch immer. Am jüngsten Tag werdet ihr euch alle dafür rechtfertigen müssen, dass so oder so. Hast du jetzt nur als zum Screenshotten geschickt, ne? Genau, einmal ansehbar. Genau, das haben wir eben vergessen gehabt. Dieses Bild hier, Leute, was sie gescreenshottet haben, das Bild muss ich jetzt raussuchen. Ihr müsst verstehen, ich habe leider einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe ein Bild auf Facebook, was ich auf Facebook hatte, ja, habe ich runtergeladen. Ich habe es aber auf Facebook gelöscht, ohne das zu notieren. Dieses Bild hatte ich auf Facebook von 2019, Mädchen, das ist mein kleiner Cousin aus der Türkei. Dieses Bild, ne?